Hallo zusammen, hier ist Rex und willkommen zu einem neuen Video. Es tut mir leid, dass ich 2 Wochen lang keine Videos gemacht habe. Ich musste mich für Unis anmelden und sowas und man, war das dumm und anstrengend, aber jetzt bin ich wieder da. Wir haben einfach wieder, keine Ahnung, 30 plus Grad, es ist einfach wieder richtig warm und ich habe mir heute mal vorgenommen, über ein Thema zu reden, über das ich schon länger reden möchte. Und das hat schon ein bisschen was mit der Schule zu tun, aber keine Sorge, das wird nicht irgendwie jetzt Schule ist scheiße oder so, sowas nicht. Aber das ist ein Thema, was mir persönlich übelst auf den Sack geht, weil es hat was mit Technik zu tun. Und es geht darum, dass manche Menschen immer noch keine Ahnung von Technik haben. Man wird dazu gezwungen, in die Schule zu gehen, um mit Leuten zu interagieren. Also das heißt, du musst nicht nur langweiligen Unterricht zuhören, den du gar nicht hören willst, und dich über Themen informieren, die du auch gar nicht hören willst, sondern du musst auch noch mit anderen Menschen interagieren. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, bist du auch noch darauf angewiesen, wenn du halt nicht als Idiot dastehen willst und, keine Ahnung, die ganze Zeit alleine sein willst in dem Sinne. Und wenn du mit Menschen redest, dann versuchst du irgendwann halt, statt sie einfach zu ignorieren oder beziehungsweise einfach nur so zu reden, versuchst du auch mit denen befreundet zu sein, beziehungsweise mit denen so eine Klassenkameradschaft aufzubauen, dass ihr miteinander redet und eigentlich keine Probleme miteinander habt. Ist ja alles schön und gut, aber die eine Sache, die mich extrem aufregt, ist diese Themenauswahl. Also wenn du mit jemandem redest, dann weißt du meistens halt nicht, wo er dran interessiert ist und was er mag, worüber er reden möchte. Und dann fängst du meistens halt an, über irgendetwas zu reden. Mit der Zeit weiß man dann halt, was der andere mag, was der andere nicht mag. Und diese Person weiß das dann auch bei dir. Was mich aber besonders aufregt, ist, wenn man dann anfängt, über das Thema Technik zu reden. Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss, man kann von den Leuten halt nichts erwarten, das habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt. Man darf von anderen Menschen eigentlich gar nichts erwarten, aber ich finde, dass man im Jahre 2017 schon ein paar Sachen wissen sollte, was Technik angeht. Die Basics zumindest. Ihr habt alle ein verdammtes Smartphone und ihr wisst trotzdem nicht, wie was funktioniert. Wenn ich mit jemandem rede, dann sage ich, wow, das Handy ist geil und das ist scheiße oder so. Und ich hatte mal die Situation, wo ich gesagt habe, yo, meine Display-Schutzfolie ist am Arsch, ich brauche eine neue. Da hat die Person ernsthaft gefragt, was ist ein Display? Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Wir sind im Jahre 2017, wir sind vernetzter denn je. Jeder hat eins dieser scheiß Smartphones in seiner Tasche, das uns ja schon irgendwie dumm werden lässt, weil wir uns wegen allem darauf verlassen, aber das ist ein anderes Thema. Aber die wissen trotzdem nicht, dass das ein verdammtes Display oben drauf ist. Ist ja nicht dasselbe wie Bildschirm. Oder das sind dann halt auch so eigentlich Begriffe, die früher ein bisschen spezieller waren. Aber heute, wenn ich sage Pixel oder wenn ich sage 4K oder sonst irgendwas, Sachen, die auch zum Beispiel, wenn du in Saturn gehst, die werden da über angepriesen. Ein Fernseher mit Ultra-Widescreen, Curved und 4K. Das sind so Begriffe, wo ich erwarte, dass ich, wenn ich mit anderen Menschen rede, dass die wissen, was das ist. Ich finde, es kann nicht sein, dass man über ein Thema absolut gar nichts weiß. Wenn ich mit anderen Leuten rede und die erzählen mir Sachen, die mich auch nicht so wirklich interessieren, sage ich das denen entweder, oder wenn ich das denen nicht sagen möchte, weil ich finde, es ist irgendwo ein bisschen unverschämt oder sowas, dann versuche ich mich da irgendwie ein bisschen reinzusteigern, dass ich das nachvollziehen kann, warum man über das Thema redet, beziehungsweise damit ich nicht so gelangweilt bin. Wenn ich an dem Thema auch ein bisschen Interesse bekomme, dann ist es auch besser für mich. Und ich finde, das machen Menschen ja allgemein so, dass sie, wenn sie sogar Sachen hören, die sie eigentlich nicht so interessant finden, mit der Zeit, mit mehr Verständnis und sowas, dass sie dann doch Interesse daran gewinnen. Und ich finde es einfach unfair, dass ich jetzt anfangen soll, bei anderen Menschen halt sowas zu machen, aber die machen das bei mir nicht. Ich weiß nicht wieso, aber anscheinend ist dieses Thema Technik so richtig ein Virus oder sowas. Die Leute wollen da einfach nicht drüber reden und wenn man da drüber redet, ist man der größte Nerd, der größte Idiot oder sonst irgendwas. Dabei ist Gaming und, keine Ahnung, Technik allgemein so ein gutes Medium und wir brauchen teilweise davon sehr viel. Es geht ja auch nicht nur um, keine Ahnung, Spiele oder Handys oder sowas. Die Geräte, die du im Alltag wirklich jeden Tag nutzt, zum Beispiel deine Kaffeemaschine oder den Ofen. Wenn ich jetzt anfangen würde, darüber zu reden und die Menschen wüssten auch darüber nicht Bescheid, ey, dann würde ich richtig, keine Ahnung, an dem Intellekt der ganzen Gesellschaft zweifeln. Also es ist schon wirklich schon schlimm genug, dass die Leute halt über Handys und sowas nicht Bescheid wissen,
wobei man das vielleicht nicht so wirklich erwarten kann, wie gesagt, aber dass sie auch so bei offensichtlichen Sachen nichts wissen, das ist einfach nur lächerlich. Und da kann mir einfach keiner erzählen, dass sie das nicht wissen, das ist einfach lächerlich. Das ist einfach sowas wie, yo, du interessierst mich nicht, alle anderen interessieren mich nicht, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding. Das ist dieses selbstsüchtige Denken, ne? Also, dass man sich eigentlich gar nicht fortbilden will, dass man gar nicht Neues lernen will, dass man einfach an dem festhält, was man jetzt schon hat quasi. Das ist ja auch das, was die älteren Menschen machen und deswegen die Jugend von heute nicht verstehen, was Technik und sowas angeht. Das finde ich echt schade. Das ist ein anderes Thema für sich, aber wie ich schon sagte, ich finde es halt echt unfair und ich finde es auch gleichzeitig schlimm, dass es Menschen gibt, die versuchen einfach mitzureden, weil sie wollen halt mitreden, ne? Aber ich finde, wenn man mitreden will, sollte man schon ein bisschen Ahnung haben. Wie gesagt, ein bisschen die Basics und sowas wissen. Weil wenn man gar nichts weiß und dann anfängt zu reden, dann weiß der Gegenüber dir einfach, dass du lügst beziehungsweise keine Ahnung hast. Ich hatte so viele Situationen, wo mir jemand gesagt hat, also als das iPhone 6 noch draußen war, das 7 war kurz davor rauszukommen, ey yo, ich habe das neue iPhone 8 gesehen oder ich habe das neue iPhone 8 oder mein Cousin hat das neue iPhone 8 oder sowas. Und das ist einfach nur dumm, Alter. Du musst einfach aufpassen, mit wem du redest. Es kann da draußen jeder eine Ahnung von iPhones und Technik haben. Und wenn du anfängst zu lügen, beziehungsweise es nicht besser weißt, dann kommst du rüber wie der letzte Vollidiot. Man kann sich natürlich vertun, dann entschuldigt man sich und sagt, oh, sorry, ich wusste das nicht genau. Ich dachte jetzt, das ist das 8. In dem Falle würde ich das sogar verstehen, weil es gibt halt so viele Modelle, ne? Irgendwann kann man das auch nicht mehr zählen und hat keinen Überblick mehr. Aber auf der anderen Seite, wenn man keine Ahnung hat, warum redet man darüber? Man kann auch die Person gegenüber auch einfach fragen, ey, was war denn das neueste iPhone jetzt? Ne? Ist ja nicht so, dass dir irgendjemand den Kopf abreißt oder sich dadurch jetzt irgendwie richtig besser fühlt und sagt, der ist besser als du. Das wird niemals passieren. Außer Vollidioten, die gibt's überall, aber wie gesagt, es wird keiner jetzt irgendwie kommen und sich über dich stellen und sagen, ich weiß alles besser, solange er kein Idiot ist und die Menschen sind ja daran interessiert, eine Konversation miteinander zu führen. So sollte das zumindest sein. Und wie gesagt, ich finde es allgemein sehr wichtig, dass man irgendwie über jedes Thema so die Basics weiß und allgemein auch ein bisschen Interesse zeigt, weil sonst bleibt man immer bei dem, was man halt normalerweise auch tut und das ist halt schade. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Spiele rede mit den Jungs aus meiner Klasse, habe ich auch öfter getan, dann hat mich schon zum Beispiel interessiert, wenn mir jemand gesagt hat, yo, das neue Nier Automata ist geil oder das neue, keine Ahnung, das neue Final Fantasy ist geil oder wenn wir auch über Smartphones geredet haben, das neue Galaxy S8 ist scheiße oder so. Und ich finde, wie gesagt, diese Sachen sind wichtig, solange man sich nicht austauscht, keine Ahnung, was bringt das alles einem, ne? Wenn man einfach nur schlau daherredet, beziehungsweise wenn man mit einem Karton redet, Alter. Was bringt mir das, wenn ich mit jemandem rede, der keine Ahnung hat, beziehungsweise einfach nur lügt, um irgendwie schlau zu wirken? Ich hasse solche Menschen. Und ich hoffe, dass ihr im Alltag das auch nicht irgendwie macht, beziehungsweise hoffe für euch auch, dass ihr nicht Leute kennt, die so drauf sind. Weil ich finde, die sind mega nervig. Ja, allgemein, das wollte ich mal so loswerden. Ich bin ja jetzt auch zum Glück aus der Schule raus. Wie gesagt, man wird da irgendwo auch zu gezwungen, mit diesen Leuten halt ein bisschen Kontakt zu haben, beziehungsweise mit ihnen zu reden, weil man sonst halt ein bisschen dasteht wie ein Idiot manchmal. Und wie gesagt, ich vermisse es ehrlich gesagt gar nicht, diese ganzen Leute. Es ist einfach auch so, dass nach Geschlecht geteilt wird, Themen. Mädchen wissen nichts über Technik, Jungs wissen nichts über Sachen, die heute als Mädchen-Themen angesehen werden, obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Und es ist einfach lächerlich, dass sowas passieren musste. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe ehrlich gesagt ein wenig improvisiert, weil ich noch nicht genau wusste, was ich sagen wollte. Aber ich finde, das ist im Endeffekt ganz gut geworden. Meine Stimme könnte ein bisschen genervt klingen. Es ist einfach so verdammt warm. Man hat einfach keine Lust, irgendwas zu machen. Also es war jetzt nicht nur die Uni, sondern auch einfach diese Wärme und sowas. Und allgemein, dass ich keine Zeit hatte. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.